Jetzt läuft's, perfekt. Moin Moin zusammen, willkommen zurück zu Morrowind. Sagst du viele, verdammt. Stimmt, ich wollte sortieren. Da war was. Ich musste vorhin nochmal nachgucken, wo ich stehen geblieben war. Ich hatte geladen, wollte direkt starten und sehe dann so, zu viel im Inventar, wo bin ich hier? Und habe jetzt nochmal so die paar letzten Minuten um Revue passieren zu lassen, was passiert ist, geguckt und jetzt weiß ich auch wieder, Und mal auf Deutsch übersetzt. Hier ist jetzt aus irgendeinem Grund noch was respawnt, wahrscheinlich weil ich gepennt habe. Ich bin noch nicht ganz fertig mit der Ruine hier. Noch nicht ganz fertig mit der Ruine hier. Aber ich hoffe, dass wir die jetzt... Ach komm. Ach, tu mal die Güte. Mach die Tür zu. Ja, nee, ich mach die jetzt nicht. Ich geh jetzt weiter. Beziehungsweise... Ah, ich kann nicht warten. Ich hoffe, dass wir hier jetzt gleich am Ende sind. Oh, das war knapp. Kann ich warten? Nein! Oh, habe ich hier ein... heilende Gefährt... Nee, warte mal. Oh, ich bin dumm. Das war das. Ich habe nicht genug Magik-Punkte. Boah, das ist halt nichts. Habe ich hier irgendwas, was Magika wiedergibt? Aber warte mal. Ich guck mal schnell, ob ich einen Trank bauen kann. Wo ist denn mein Chemiezeug? Hier? Möchtest du nicht beimeln? Hä? Ist das rausgelegt? Nee, oder? Scheiße. Okay. Ich habe jetzt... Ich hoffe, ich schaffe das. Ich speichere jetzt erstmal. Vielleicht finde ich ja irgendwas Schönes hier. Schwere Dinge. Oh, noch mehr schwere Dinge. Ah, oh, ich habe so viel teuren Kram. Schmeiße ich die weg, das ist nicht so viel wert. Einen verzauberten Dolch will ich aber behalten. Ja, einen will ich behalten. So. Ich hasse es, Sachen zurückzulassen. Ich habe eine Menge gelesen jetzt. Das mit der Sonde für die Fallen. Kommst du auch runter? Das mit der Sonde für die Fallen. Das mit der Rückkehr und dem Markieren. Oh nein. Ich weiß, was ich mache. Ja. Feuerball. Junge, wie ist das? So. Jetzt müsste ich doch... Ja! Okay. Speichern. So. Ja, das mit dem Feuer... mit dem Feuerball. Mit den Häusern und der Magiergilde und. Alles Mögliche gelesen. So, jetzt kann ich auch wieder ordentlich draufhauen. Alles wird noch gemacht. Alles. Alles aber auch zu seiner Zeit. Na? Erstmal wird hier weiter erkundet. Ich hoffe, wir können alles erkunden. Ja, sehr gut. Nicht, dass wir irgendwo an eine Grenze stoßen, wo wirklich einfach nur teures Zeug in der Tasche ist. Nein. Was ist denn hier? Ich meine, wir haben jetzt nicht wirklich Sachen, die wir dann noch wegschmeißen können oder die ich wegschmeißen will. Wie kommt man da hoch? Ich glaube mit Levitieren, ne? Habe ich nicht was, was Levitieren gibt? Lokalkarte? Oder man kommt da nachträglich noch hoch? Ich laufe erstmal weiter. Ja. Ich war auch schon die ganze Zeit immer überlegen, so, hey, kein Schnellreisen, kein Teleport. Oh, da ist unten einer. Kein Teleportieren, nix. Irgendwas ist hier komisch. Ha! Voll daneben, Kollege. Los! Ah,
Ja. Ach, und ich wollte ja gucken wegen Blocken noch. Ob das Geschick gibt. Ich suche ja immer noch nach einem Geschicklichkeitstalent, damit ich mal nicht so viel verfehle. Moment. Blocken? Blocken? Ja. Es ist ein Geschicklichkeitstalent. Das heißt... Oh! Das wollte ich nicht... Den wollte ich benutzen. Alle Ladungen kurz einmal wegmachen. Ha! Ha! Mist! Bleib stehen, Mann! Komm her! Da unten ist was Lebendes, oder? Junge! Mist, da kommt noch einer hoch. Und ich treffe nicht. What? Hä? Nein. Nein! Ich hab nicht gespeichert. Ah. Junge, friss den. Wie gut doch der Stoß ist. Juhu. Wie toll! Junge! Oh, her damit. Mann, ey. Ich denke halt die ganze Zeit so, ja, du hast es jetzt gemacht, so, das Kämpfen, Zaubersystem. Kommst jetzt so langsam zurecht, das geht alles, alles gut. Mal, mach mal. Dann kommst du halt so um die Ecke, da sind Gegner, die hast du bestimmt schon 3-4 Mal platt gemacht und dann einfach klatsch! Voll mit dir! Mann. So, Feuerball. Speichern. Und. Junge, jetzt erstmal. Na? Weiß nicht wohin? Ja, verdammt. Ja! Ey! Diesmal Mayoi aber. Warum treffe ich nicht? Der rennt auch schon wieder weg, der Arsch. Alter. Ja, genau. Wie ein Nahkampf. Da kommt der zweite schon wieder. Ach, ich kann nicht mit dem... Okay, warte, warte, warte. Ja. Das ist... Ich hab meinen Monitor neulich... Also, falls der, die Position der Kamera und alles Mögliche gerade ein bisschen komisch ist. Ich habe so eine Monitorhalterung. Ich sag das gleich. Keine Ladung mehr! Die trifft mich! Oh! Jetzt habe ich eine Ladung. Ich krieg die Krise. Ja, ich habe so eine Monitorhalterung und die ist auf einmal über Nacht so abgerutscht. Und jetzt habe ich so... Von einem meiner beiden Bildschirme. Und jetzt muss ich das einmal so ein bisschen neu positionieren. Deswegen ist es gerade so ein bisschen anders. Also ich krieg's zumindest jetzt nicht mehr so hin wie vorher. Naja, egal. Komm schon. Alter. Was ist eigentlich? Das wird wieder Herstellung sein, ne? Hätte auf jeden Fall auch Magietalente mitnehmen sollen, nicht Vogel. Naja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Wo ist er? Ja. Ich will jetzt nicht mein ganzes Mana wegknüppeln. Speichern. So. Ja, ich hoffe, wir kriegen das jetzt in der aktuellen Folge hin, hier durchzukommen. Das wäre auf jeden Fall cool. Reiche ich schon mal? Nicht. Das nicht, ist das nicht der Eingang? Warte mal.
sieht so, so bekannt aus. Aber irgendwie... Wie komme ich hier hoch? Ich hätte doch irgendwie hochkommen. Ohne jetzt levitieren haben zu müssen, oder? Okay, man kann durch die Wand. Komm. Klappt nicht. Athletik. Ach, beim Schwimmen ist Athletik auch am Hochgehen. Komm ich da hoch? Muss mir levitieren besorgen. Ja, aber das, was ich gelesen habe, Alter, auch. Ich sollte Magiergilde lernen machen, damit ich Zauber lernen kann. Wo zum Henker? Ach, guck mal, hier kommt man hoch. So, Vorsicht. Aber hier komme ich doch jetzt nicht, oder? Mist. Okay, warte mal. Habe ich mich jetzt hier, Chamäleon? Da, Levitation, 5 Punkte für 30 Sekunden. Ich speichere jetzt einmal. Ich will den nicht wasten. So. Den kann ich nämlich noch. Den Skill. Als ich seinerzeit meine... meinen... Ist ja gar nichts. Oder? Oder? Übers? Hallo? Hallo? Nö. Oder man kann da hoch. Oh, das könnte knapp. I knew it. Okay, Moment. Ich hatte Levitation nämlich mal auf so Schuben. Ich weiß gar nicht mehr. Also das war in meinem einmaligen. Hey komm, wir spielen Morrowind. Ich bin 12. Ich schaff das. Ja, nein. Das war eher so ein. Hey komm. Gibt's denn nicht hier auch eine Möglichkeit, anders hochzukommen? Junge, bleib stehen! Blocken! Ja! Sehr schön. Das heißt, ich kann vielleicht Geschicklichkeit mal lernen. Oder bekommen. Mehr als einen Punkt zumindest. Gib mir hier. Ja, genau, her damit. Ja, also, ne? Da bin ich ja nur umhergerannt und hab irgendwelche Leute beklaut. Und hab alles, was ich irgendwie... Wie komme ich denn da weiter hoch? Irgendwie gefunden, aber halt alles in den, Cedanea? Cedar? Wie hieß der nochmal das erste? Oh. Oh, oh. Oh, das sieht gut aus. Das könnte klappen. Nein! Mist. Bitte, man müsste einfach mehr Athletik haben oder mehr Levitation. Aber das sieht nicht so aus, als ob da noch was wäre. Doch, da ist doch was. Ach Junge, jetzt komm da wieder hoch. Okay. Lokalkarte. Ich lade nochmal kurz. Ich nehme mich einmal nach ganz oben. Und gucken, ob da was ist. Jedenfalls hatte ich mir halt einfach nur... Ich bin halt nur durch die Welt gelaufen. Nicht mit dem nackten Dude. Er hatte Klamotten an. Nämlich eine gewöhnliche Kleidung. Das war alles, was er trug. Denn seine Aufgabe war es, durch jedes einzelne Gebäude durchzurennen. Alles, was da irgendwo rumliegt, mitzunehmen. Das war... Weiß ich gar nicht. Was ist das? Emo? Stille. So, das ist egal. Noch ein Zwergenspeer. Okay. Das können wir direkt essen. Yum. So, hat sich doch gelohnt, nochmal zu laden und hier oben nachzugucken. Wie wäre man denn sonst hier hingekommen? Gibt es hier einen anderen Weg hoch? Mal jetzt erstmal den Zwergengeist hier.
Hau nochmal drauf jetzt. Ja. Hör auf, mich abzufeuern. Und warum kriege ich denn jetzt eigentlich keinen Schaden durch das Feuer? Resiste ich das alles? Block. Los, block. Nein, block. Block doch mal. So. Einmal musst du noch. Er will nicht blocken. Er blockt mich. Ich sehe mich schon sterben. Wie du also die Backseat-Gelber. Du Idiot! Was machst du da? Hör auf, dich so tragen zu lassen. Ich kann es verstehen. Spielscheiße. So scheiße jetzt aber auch wieder nicht, oder? Geht. Das ist der da. Ich habe es fehlgeschlagen. Ein paar Mal versuchen wir es noch. Schakalaka. Nee. Ja. Okay. Und. Nein. Atem. Was war der Atem denn weit unten? Erstmal. Ach, ist so schneller Quick Save. Bist geheilt. Assassine. Doch nicht. Okay. Klar, hier gibt's, wie es aussieht, jetzt nichts mehr zu erledigen. Zumindest nichts, was ich jetzt irgendwie sehen konnte. Wäre natürlich jetzt noch interessant gewesen, hinten, da wo die Spinne war. Aber ich versuche da irgendwo hochzuklettern. Vielleicht gibt's ja was. Kann ja sein. Aber ich denke mal, wir sind da durch hier, ne? Und doch geschafft in der Folge hier. Nice. Ich dachte nämlich erst so, oh, wie lange wirst du wohl noch brauchen hier? Ich will ja noch hier, ne? Eine Sonde muss ich mir noch holen. Ich muss das machen, das holen, das machen, das machen. Und ja, es ist immer so, wenn man so relativ up-to-date ist, was so das Aufnehmen, also heute kam Folge 13, 14? Müsste nachgucken, ich meine es war 13. Jedenfalls nehme ich jetzt gerade heute die Folge für Dienstag auf. Heute ist Montagabend. Deswegen bin ich mal ziemlich sehr up-to-date von Kommentare plus Neuaufnahme. So, jetzt gucke ich mal, ob ich hier hochkomme. Wird es doch wohl irgendwie gehen. Ja! Los! Ja! Perfekt. Boah, ich hätte mir den Arsch gebissen, hätte ich hier für Levitation benutzt. Komm ja ohne hoch. Und noch eine Kiste! Hier. Eine linke Schulterplatte und ein Helm. Ich hab hier eine. Auch eine linke. Eine linke Armschiene. So, jetzt muss ich kurz mal schauen. Habe ich nicht noch hier so ein. Stärke festigen? Magiebann, Ausdauer, Schnelligkeit, Ausdauer, Charisma, Gift. Da, Stärke. Wie lange? 60 Sekunden. Boah, das schaffe ich nicht jetzt dem Zeitraum raus. Dann nehme ich wieder ein Level ab. Boah, das dauert. Ja, das bringt dann nichts. Gut. Dann sortieren wir mal aus. Also, das ist das 80-fache. Die sowieso nicht. Den Hammer kann ich verjuckeln hier. Ja. Sehr schön. Wie viel brauchen wir jetzt noch? 10. Ah, guck mal, das Ding ist nicht so viel wert. Aber der hier bringt ja gar nichts. Den wegzupacken, der wiegt ja nichts, der Eisen. Das Eisenteil hier. 15. Meine Chemie-Sachen werde ich. Ich könnte gar. Guck mal, das Ei kann ich futtern. Hier, das kann ich auch essen. Das auch. Beides. Was haben wir hier noch? 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Alles nicht so worth. 0-1, 0-1, 0-1. Achso, 0-4. Hier ist 1, 1. Und der war nicht so wertvoll. Schon. Der ist nichts wert. So. Der auch nichts. Neutralisieren. So, 1 werde ich die. Wenn ich Krankheit. Vergiebern. Ich will den nicht wegpacken. Ich will ihn behalten. Ich 2 weg, wenn ich jetzt hier. Guck mal, die Schuppen kann ich fressen.
Dann habe ich noch mal einen weg. Oh, warte mal, was hier mit? Ach, schade. Ich dachte, das wäre jetzt so eins im Gewicht. Dieses braune Gattel. Aber wohl nicht. So, Salzreis ist in Massen überall zu finden. Den snacke ich mir jetzt auch. Bin am Überlegen, wobei es macht halt keinen Sinn, wenn ich Nahkämpfer bin, dass ich mal inskille. Ich nicht, ne? Vielleicht kurz gucken, was ihn noch so gibt neben. Eigentlich nur maximale Mana-Punkte, ne? Das pullern wir auch. Dass er jetzt gleich trotzdem noch steht, du bist zu schwer. Es gibt ihn. Ja, maximalen Magiewert. Also nö, erstmal nicht. So viele Gegenstände, immer noch. Ja, Knochenmehl, gerne mit. Merken wir uns. Dann mal so ein bisschen Mehl. So einfach so. Mehl. Mhm. Leckere Steinblumen. Bein dich aber. Boah. Die binden wir auf 3. Inventargegenstand. Dass jetzt so viel schneller ist. Och, denn. So. Perfekt. Zurück nach Balmora. Oh. Unterwegs werde ich gleich noch wahrscheinlich ein paar Viecher töten müssen. Also hier so Zwergenspinnen und so. Da sind nämlich welche respawned. Will ich die? Lass ich die stehen? Nein, habe ich keine Lust, die zu töten. Keine Lust, die da hinter der Eintür zu töten. Weil jetzt, wo das so schnell geht. Komm. Das ist gut für die Kampffähigkeiten. Komm her. Auch alle hier so. Ich meine, ist gut für die Alchemie auch, aber. Das bremst. Wo ist er? Ich hab dich gesehen. Komm her. Au. Aber mit der Rüstung. Das ist gut. Also es ist auf jeden Fall, es ist immer so eine Pause mit in den Intervallen. Ich wollte gerade mal ganz schnell zwischen den Schlägen einen Zauber wirken, es ging nicht. Da ist wahrscheinlich so ein Delay drin. So. Nein, du musst zwischen jeder Aktion oder zwischen Zauber und Nahkampf, keine Ahnung, eine Sekunde warten. Bist du? Würde ich jetzt vermuten. Und es gibt so einen passenden Moment, den man abtimen kann. Ist ja alles nicht so viel wert. Hier liegen bleiben. Rennen wir jetzt. Hopp, 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 hopp. Wir haben ja gelernt, ne? Wir müssen immer viel springen. Springen bringt uns schneller vor. Muss ich lang? Ne, keiner. Mit Springen gibt es nämlich schneller Akrobatik, Athletik. Was ist das für Schnitt? Stärke? Schnelligkeit? Ich glaube, Athletik war für Schnelligkeit und Akrobatik für, genau, Stärke. Athletik ist hier. Das ist für Schnelligkeit, genau. Aber Athletik ist ja immer beim Laufen, ne? Hoppala. Falsch rum. Da lang. Oder? Doch, ich meine, das ist richtig. Ja, hätte ich jetzt. Aber geht das denn, dass man, es gibt ja den Zauber Rückkehr und es gibt den Zauber, markieren oder so. Ich habe es jetzt nicht mehr genau. Also die genaue Bezeichnung habe ich gerade nicht im Kopf. Aber es gibt ja da lang. Es gibt ja diesen Zauber, der einen sich zurück teleportieren lässt auf ein vorher zuvor markiertes Ziel. Kann ich den auch in so einer jetzt verlaufen? Bin ich dumm? Kann ich, also, jetzt nochmal zur Frage. Kann man den dann eigentlich auch, so gesehen, in der Ruine casten oder erst, wenn man draußen ist? Also zum Beispiel so, ich bin am Ende der Ruine, alles klar, Rückkehr, bumm. Bin wieder in Balmora. Geht es? Ja, oder? Ich würde sagen, es geht. Weil es wurde ja, soweit ich den Kommentar noch im Kopf habe, war es, kannst du in deinem Haus, glaube ich,
diesen Ziel-Markieren-Zauber benutzen. Oder einsetzen. Und dann, wann auch immer oder wo auch immer man ist, die Rückkehr wirken. Laufe ich jetzt gerade falsch? Nee. Oder? Doch. Shit. Bin irgendwo falsch abgebogen. Ich glaube, ich musste da vorne hoch. Vielleicht mal was zu trinken holen. Ja, genau. Ich muss ja hier hoch. Da oben geht's raus. Sorry. Aber ich habe es gemerkt, dass ich falsch gelaufen bin. Kann man auch mal loben. Das ist auf jeden Fall, was die Gangführung angeht, finde ich, also ich habe ja viel Skyrim gespielt und, also ich glaube, ich habe 1700 Stunden, ich habe 1200 Stunden Spellforce und 800 Stunden Skyrim, so, es gibt zwar auch super komplexe Bereiche in Skyrim, aber dadurch, dass die Map da viel, ich sag mal, übersichtlicher, aktueller ist, also ich komme mit der Skyrim Map natürlich um einiges besser zurecht als mit der Morrowind Map. Nicht, dass die schlecht ist, die ist schon ziemlich gut, aber bin ich nicht gewöhnt. Nur, ich finde in Morrowind, dadurch, dass man auch von vornherein nicht so schnell ist wie in Skyrim, da kann man von vornherein relativ schnell laufen. War das gerade ein Autosave? Ich glaube schon. Ist es... Verlauf mich da schneller. Oder es liegt einfach daran, dass ich denke, das wird die Zeit, also die Spielzeit sein. Ja, ich denke, das wird die Spielzeit sein. Jetzt nicht irgendwie die... weil es ist schon sehr, sehr transparent gemacht hier. So. Jetzt fast bei 28 Minuten. Gut schauen. Nee. Ist noch ein Schuh. Oh! Ups. Ich denke, wir können. Ach ja, genau, da war ja noch. Nee, das. Nee. Nee, 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 nee. Da. Ich glaube, der skillt sich ja immer, wenn ich den nutze. Husch. Boah, der fliegt aber weit. Boah. Liegen die? So. Schon echt weit. Cool. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bei welchem Punkt ich war, aber gut. Ja, wir sind jetzt schon fast bei Balmora, das ist toll. Dann, das heißt, wir haben den Gefallen erledigt und dann geht es wahrscheinlich irgendwo mit weiter. Erstmal wird auf jeden Fall in der nächsten Folge unheimlich viel Kram verkauft. Unheimlich viel Kram. Aber ihr macht einen Cut, das heißt... Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao.